Und da bin ich wieder bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Auf Tieffahrt bin ich von mir, Gameplays als Hobby. Ich wollte eigentlich versuchen, mit meinem Knackrack wieder ein paar Siege reinzuholen, aber irgendwie funktioniert es nicht so gut. Okay. Unterhaltungswichtiger. Nächster Kampf. Wen finden wir? Wen dürfen wir mal besiegen? Eventuell. Den Computer, den kriege ich auf jeden Fall platt. Also gegen Computer habe ich keine Probleme. Eigentlich. What? Es konnte keine Verbindung zu anderen Konsole hergestellt werden? Bitte wie? Oho. B, ich krieg jetzt einen Strafpunkt. Das ist mir ja noch nie passiert. Also von daher kann es nicht an meiner Internetverbindung gelegen haben. Nee, ich krieg keinen Strafpunkt. Falls einer mich gefunden hat, dann lag es wahrscheinlich trotzdem, also eigentlich nicht an meiner Internetverbindung. Sonst hätte ich einen Strafpunkt bekommen. Das hatte ich nämlich schon mal. Man konnte nicht sehen, dass man jemanden gefunden hatte, aber dann kam diese Meldung und da hatte ich Strafpunkt bekommen. Das lag dann an der Internetverbindung, wo ich halt eben war. So, Mehlfeis oder so. Aus den Vereinigten Staaten mit 187 Siegen und Klurak. Okay, zwei kräftige Pokémon. Schauen wir mal. Wieso kämpfe ich eigentlich hauptsächlich gegen C-Gruppen? Ich bin bei D2 und fast davor sogar auf D3 runterzurutschen. Wäre es dann nicht sinnvoller, gegen D-Gruppen zu kämpfen? Wunderbar. 1-0. Ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber vielleicht wird das ja mein erster Sieg. Endlich mal. Wobei, mein zweiter. Bei meiner Aufnahmesession habe ich vorher noch mit Vestal Pikachu gespielt. Nächster. Nada. Nein, er erwischt mich doch. Nein, ich hasse das. Ja, und ich hau noch weiter da rein. Aber ich hab'n. Juhu! Geht doch. 2-0 sogar. Hey! So gesehen gegen einen gleich starken. Hat nämlich ungefähr genauso viele Siege wie ich. Zwar ist er zwei Stufen höher als ich, also von der Gruppe her. Ein Sieg. Ist das nicht schön? Plus 100 Punkte. Juhu! Endlich mal. Okay. Sehr schön. Sehr schöner Kampf. Hat mir gefallen. Klar, natürlich. Ja, aber die anderen Kämpfe gefallen mir auch. Auch wenn ich verliere. Aber trotzdem. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ihr lässt bitte auch hoffentlich einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, falls ihr neu bei mir seid.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf oder vielleicht auch bei einem anderen Let's Play. Ich habe noch andere coole Spiele gemacht. Und ja, wir sehen uns. Das war Pokémon Tactics auf Nintendo Switch mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.